gerade am Brandenburger Tor und ich hasse es. Hier sind so viele Touristen und jetzt fühle ich mich auch wie so ein scheiß Tourist, obwohl ich eigentlich keiner bin. Naja, auf jeden Fall, wir sind hier eigentlich nur, weil ich zu so einem Musikgeschäft will. Dann wollen wir was essen gehen. Wir waren jetzt noch in den Potsdamer Platzarkaden, nachdem wir was essen waren und waren bei H&M und beim Ampelmann-Shop, weil Carsten unbedingt sich also seiner Familie was mitbringen wollte. Ich mache das nicht mehr, ich bin zu oft hier. Und ja, jetzt werden wir wahrscheinlich zurückfahren, zu Hause wollen wir Pizza bestellen und dann in den Geburtstag meiner Tante rein. Wir fahren jetzt gleich wieder in die Stadt zu Madame Tussaud diesmal und ja, meine Tante und ihr Freund fliegen heute bis, also von heute bis Freitag, heute ist Dienstag, nach Wien. Und heute Abend gehen wir noch mit alten Freunden von meiner Familie essen. Und ja, halt vorher Madame Tussaud und ja, mal gucken. Also ich war ja schon öfters in Madame Tussaud, aber ich denke, es ist trotzdem immer wieder schön, weil es immer wieder Neues gibt und... Wir waren jetzt essen mit Freunden und wir sind jetzt noch in so einem, also Colin, wir sind jetzt noch, also die wollten uns in so einem alten DDR-Freizeitpark zeigen und da sind wir gerade. Den einen. Und wir, ja, den einen. Blätterwald. Und ja, wir machen hier gerade so ein bisschen auf Horrorfilm und es ist schön, es ist sehr schön. Heute sind wir irgendwie so ein bisschen faul gewesen. Wir haben
lange noch im Bett gelegen. Jetzt sind wir endlich unterwegs. Wir haben schon so 3, 4 Uhr oder so. Ja, danke schön. Und sind jetzt erst unterwegs. Wir wollen heute ins DDR-Museum. Ja, und heute Abend wollen wir zu einem Poetry Slam in Treptow fahren. Und ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir noch Abendessen wollen zu Hause und halt vorher ins Museum und naja. Zum Poetry Slam, weil das einfach alles zeitlich nicht mehr gepasst hat. Aber dafür gehen wir ins Kino und gucken uns die Minions an.